Herzlich willkommen, du liebe Seele, zu diesem Transformationsvideo. Und zwar geht es hier um die Angst, sich der Welt zu stellen. Ja, diese unbewussten Ängste können ja auf unterschiedliche Arten und Weisen ausgedrückt werden. Zum Beispiel könnte das sein, dass der Körper eine Immunschwäche zeigt oder dass das Bewusstsein sich wünscht, sich in eine Droge zu flüchten, oder man vergräbt sich einfach nur schlicht weg zu Hause und ja, geht nicht raus, weil man sich nur zu Hause sicher fühlt, ja, was auch immer sich individuell unterschiedlich immer ausdrücken kann. Da gibt es vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten für so eine Art von Angst. Genau, das wäre dann immer individuell zu betrachten. Und ich gehe jetzt mal in das Thema rein, beziehungsweise in diese Felder, die zu diesem Thema geschickt werden. Die Angst davor, sich der Welt zu stellen. Gut. Ja, ich verbinde mich jetzt mit dem zukünftigen Teilnehmerkollektiv. Beginne mit dieser Transformationsarbeit. Gut, wir befreien die Halswirbelsäule, die weibliche Energie, das Herz, den Hals von einem Energiefeld, das uns an der Stelle unterdrückt und in Angst hält. So in etwa dasselbe Energiefeld fühle ich jetzt auf der anderen Seite rechtzeitig. Wir befreien die männliche Energie, was ja natürlich auch Sinn macht, ne? Männlich und weiblich soll immer ausgeglichen sein, damit wir optimal in unserer Kraft sind. Jetzt zeigt das Herz noch ein Thema, eine aufsteigende Angst, die aus dem Herzen, aus dem brennenden Herzen durch den Hals in den Unterkiefer zieht und dort für brennende Fluchtbedürfnisse sorgt. Ja, ich fühle mich gezwungen oder gedrängt, aus der Angst heraus mich bewegen zu müssen, und zwar als Fluchtgedanke. Genau, gut, wir transformieren diese Felder.
Gut. Ein weiteres Feld. Dazu kann sich zeigen. Schauerliche Angst befindet sich in der männlichen Energie, in der rechten, im rechten Lungenflügel und in der Wirbelsäule. Ist das? Wir befreien den Rücken von einer manipulativen Energie. Ja, die versetzt uns wieder in Angst und Panik im Sinne von, du bist viel zu schwach, um das hier alles auszuhalten oder durchzustehen oder irgendwie richtige Entscheidungen zu treffen. Genau. So, und deshalb muss ich ganz viel denken, weil ich vermute oder weil ich glaube, dass der Verstand mich retten wird. Jetzt befreien wir das Selbstwertgefühl und darin befindet sich auch so der Wunsch, nichts mehr hören zu müssen. Also ich verschließe mich vor der Außenwelt. Ich möchte nichts mehr hören. Das merke ich am linken Ohr. Da schiebt sich jetzt so ein Energiefeld in meinen Gehörgang, so dass ich da nichts mehr gut wahrnehmen kann. Okay, jetzt zeigt sich mir eine hässliche Fratze, die erscheint direkt vor meinem Gesicht. Und diese darf ich integrieren, also annehmen als solche. So nach dem Motto, okay, du bist jetzt hier, ich nehme dich wahr und ich nehme dich in mich auf. Und dadurch bist du transformiert. Ja, ich nehme dich an und das ist dann diese Transformationsleistung, die wir in diesem Fall, in dieser Situation leisten können. Wir dürfen die Hässlichkeiten der Welt annehmen und somit transformieren. Okay, ich löse auf.
Gut. Wir befreien das Unterbewusstsein von einem Schmerz. Dieser Schmerz manipuliert mich natürlich. Solange wie ich den Schmerz noch unbewusst fühlen muss, bin ich nicht so ganz in meiner Kraft. Gleichzeitig wird das Halschakra frei. Gut, was kommt noch? Jetzt erlösen wir das Gefühl, von der Welt oder vom Außen erwürgt zu werden. Ja, ich fühle hier so eiskalte Hände an meinem Hals und die drücken zu. Erst kommen sie ganz sanft und liebevoll. Ja, das ist die erste Täuschung oder die erste Darstellung von diesen Händen. Aber wenn sie dann an meinem Hals anlegen, dann fängt es an, immer enger, kälter zu werden, bis ich merke, oh Gott, diese Hände sind mir nicht wohlgesonnen. Jetzt befreien wir uns von einem Druck. Dieser Druck entstammt einer Angst, die im hinteren Herzen sitzt, und gleichzeitig werden unbewusste Programme gelöscht. Aus dem Unterbewusstsein heraus. Gut, das nächste. Ein weiteres Blockadefeld kann sich zeigen. Das Herz ist so schwer, dass ich das Bild dazu bekomme, dass dieses Gewicht um meinen Hals gehängt ist, oder es fühlt sich so an, wie von einem Stein ertränkt zu werden, der am Hals hängt. Ja? So schwer ist das Herz an dieser Stelle. Befreien das Bauchgefühl. Zweifel dürfen sich lösen.
Gleichzeitig wird das Selbstvertrauen frei und auch das Urvertrauen. Ein schweres Energiefeld löst sich in dem Moment vom Rücken ab. Wir erlösen einen Schmerz aus der weiblichen Energie heraus und gleichzeitig das Halschakra. Gut, ich löse ab. Gut. Ein weiteres Blockadefeld kann kommen. Wir löschen Programme aus dem Unterbewusstsein heraus, die ganz viel Schmerz und Enge verursachen. Die machen natürlich ganz viel, ne? Das Halschakra zieht sich wieder zu und ich fühle mich eingesperrt, so wie eingeschlossen, als hätte man mich mit einem Schlüssel in einem bestimmten Raum, ja, eingeschlossen. Gut, diesen Raum werden wir öffnen und die dazugehörigen Programme löschen. Was kommt noch? Eine Angst sitzt hier im Unterkiefer, ganz krass. Und sie gibt mir das Gefühl, dass ich mich zurückziehen muss, weil es ja nichts gibt, was ich zu sagen habe oder weil ich keine Möglichkeit habe, mich auszudrücken, und zwar so, wie es meiner Freiheit entsprechen würde. Na, also das Freiheitsgefühl, was sich mein Herz wünscht, kann ich sowieso nicht ausdrücken, so nach dem Motto. Ja, das wird ja nochmal als Energiefeld abgekapselt und wir kommen quasi an das Gefühl nicht dran, dass wir doch etwas bewirken können, wenn wir uns denn trauen. Jetzt kommt das Gefühl, ja, ich gebe auf, ich ergebe mich, ich hisse die weiße Fahne. Das kommt natürlich nicht in Frage. Wir lösen ab.
So, jetzt zeigen sich verschiedene Programme, die hauptsächlich das dritte Auge verdunkeln, vernebeln, ja, und die Aktivität halt einschränken. Ich fühle mich dementsprechend gelähmt, blockiert, unfähig. Gut. So, was kommt jetzt? Eiskalte Hände. Sprechen zu mir von dem Gefühl, sich unfähig fühlen zu müssen. Ich fühle mich unfähig. Ja. So, und das macht natürlich ganz viel mit dem Selbstwertgefühl. Wenn ich das denke, bin ich natürlich in einer gebückten Haltung, es liegt eine Last auf mir, weil ich mich gleichzeitig auch als Last empfinde. Für mich und für andere und für die Welt. Wir befreien wieder die weibliche Energie mit den schönen Unterenergien der Selbstliebe, des Selbstwertgefühls und der Intuition. Ne, da sind noch mehr weibliche Energien, alles was mit Liebe zu tun hat, Selbstliebe und die Liebe für alles was ist, wird freier und damit komme ich mehr in meine Kraft. Gut, wir lösen ab. Ein sehr kraftvoller, dunkler Schmerz
liegt auf dem dritten Auge. Ja, ich fühle mich dermaßen unter Schmerzen im spirituellen Bereich, ja, so dass ich mich nicht traue oder auch gar nicht so gut in die Lage komme, meine Intuition zu benutzen, weil dieser Schmerz mich davon abhält, Vertrauen in meine spirituellen Fähigkeiten haben zu können. Schwierig, das auszudrücken. Ich hoffe, ich habe das klar und ja, logisch ausgedrückt. Gut, was kommt noch? Es geht um Befreiung des Selbstwertgefühls, der Stabilität, der Intuition, der Kraft. Genau so, dass ich mich traue, vorwärts zu schauen, erstmal die Augen auch zu öffnen. Ich traue mich hinzuschauen, was sehe ich da, und dann traue ich mich, das, was ich da sehe, anzunehmen, ohne es zu bewerten, und dann integriere ich das in mir, in Liebe. Dazu darf ich in der Lage sein. Ein Panzer darf geknackt werden. Dieser Panzer panzert meinen Rücken ab, ja, so dass ich, oder ich sag mal so, dieser Panzer ist dort, weil ich mich geprügelt fühle vom Leben. Und dieser Panzer schirmt auch gleichzeitig meinen Kopf ab. Das heißt, ich komme an der Stelle nicht so gut in meine Wahrnehmung, weil die Panzerung natürlich auch mich von meiner Umwelt abgrenzt. Und damit bekomme ich keine Informationen, kein Gefühl für meine Umwelt. Der Panzer kann natürlich auch programmiert sein. Ja. Die Panzerung suggeriert mir ganz viel, was nicht der Wahrheit entspricht. Ja, aus vergangenen Zeiten auch. Da sind alte Erinnerungen gespeichert. Schmerz zeigt sich nochmal in der weiblichen Energie, der zieht mich in einen Abgrund. Ich habe das Gefühl, nicht nur tief zu fallen, sondern ich muss Angst haben vor der eigenen Tiefe oder vor dem, was ich noch nicht tiefgründig durchschauen kann.
dieser Tiefgründigkeit des Lebens und dem Lebenslabyrinth, egal wie verworren und tiefgründig es sich darstellen kann für jeden Einzelnen, dürfen wir uns stellen. Ja, in dem Vertrauen darin, dass wir ja unendliche und unsterbliche Wesen sind und dass das ganze Lebensspiel ja nicht wirklich beendet wird. Und deshalb dürfen wir mutig sein. Wir dürfen unsere Wahrheit sprechen können, uns dem Leben stellen, weil das Leben in dieser Form ist ja nur, sage ich mal, eine Theaterbühne. Und in diesem Wissen und in diesem Gefühl der Stärke, die da beinhaltet, ja, ich bin ewiges Leben und ich weiß, dass ich mich in einer Illusion befinde, die es mutig zu, ja, sich zu stellen gilt, ja, da dürfen wir jetzt tiefer reingehen. Okay, gut. Jetzt habe ich mich schon wieder ein bisschen festgelabert. Wir lösen ab. Wir machen uns jetzt an dieser Stelle nochmal bewusst. Ich bin unsterbliche und unbegrenzte Gegenwart. Ich bin. Genau. So. Wünsche ich in diesem Sinne alles Liebe und Gute, viel Kraft, Stabilität und Mut, sich der Welt zu stellen. Alles Liebe, deine Steffi Aurora.